verliebe mich gerade in euch beide als Paar. Wirklich. Das hat noch nichts mit wirklich Distanzen zu tun, aber mit der Art, wie ihr miteinander umgeht. Und ich finde es ganz, ganz besonders. Heute ist die zweite Show. Und ja, wir kriegen eine sehr schwierige Tanz. Und wir haben das super gemacht. Es ist für dich überhaupt kein Problem, heute dran zu denken, hey, nächste Woche stehe ich wieder hier. Weil das war wirklich gut getanzt. Ja. Was mir sehr gut gefallen hat, war, du warst immer auf dem Punkt da. Ihr wart auch sehr synchron. Deine Bewegung war im Flow. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nächste Woche können wir wirklich drauf verlassen, dass dein Körper Einsatz zeigt. Du bist immer so lässig, so relaxed, weißt du, wenn du tanzt, so sicher. Das ist wirklich deine Gabe. Du ziehst einen mit in dieses Tanz. Du bist komplett wirklich mit Fokus in diese Tanz. Du wolltest jetzt mal wild und angreifen, ja? Angreifen finde ich gut. Wild war ein bisschen too much. Das wieder zurückschrauben. Immer an die Charakteristik des Tanzes denken. Dann ist es Weltklasse. Sehr gut mit deinem Körper, mit der Kapazität, was du kannst machen, was du mit deinen Beinen richtig gestreckt, richtig schön. Das war richtig lecker, lecker, lecker. Ich will dich noch stärker sehen als Massimo. Oh. Das ist unser Ziel, dass du glänzt. Du glänzt schon, aber meine Augen sehen so viel, was noch kommen kann. Und das musst du jetzt mit dieser Foundation arbeiten. Super. Wenn du tanzt, du hast die Möglichkeit zu vermitteln, was du da spürst. Das finde ich immer großartig. Das kann man nicht lernen. Punkt. Diese Stärke, die da ist, dieses unbedingte Wollen zu performen. Und ich sag, das ist in dir drin. Besser konnten wir nicht dieses Ende schließen heute. Ja. Wirklich, das war so eine... Wow, wow.